Frau Navidi, die amerikanische Notenbank sollte eigentlich die monatlichen Anleihekäufe drosseln. Die Wall Street hat sich zumindest darauf eingestellt. Warum kam das nicht? Weil die Wirtschaft zu schwach ist. Wir sehen immer noch keinen Konjunkturaufschwung, der ausreicht. Bernanke hatte das an deutlichen Parametern festgemacht, wann das Rückkaufsprogramm zurückgefahren werden würde. Diese lagen noch nicht vor. Das war eigentlich auch relativ klar. Von daher hätte das keine Überraschung sein dürfen. Wir haben das schon seit Monaten gesagt, auch dass kein Mini-Rückkaufprogramm zurückgefahren werden würde. Aber wir hatten doch selbst nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht immer wieder Notenbanker, die signalisiert haben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sei. Nein, das sehe ich anders. Im Gegenteil, die haben sich zurückgehalten mit Äußerungen. Zum Beispiel Yellen konnte nicht sprechen, weil sie ja jetzt eventuell zur Kandidatur steht. Und es war ganz klar datenabhängig. Aber der Markt sagt anderes. Der Dow Jones hat in 10 Sekunden 200 Punkte zugelegt. Der Goldpreis hat den größten Anstieg seit 2009. Also der Markt war durchaus ausgesprochen überrascht. Hat denn die Notenbank hier eine große Chance vergeben, jetzt die Exit-Strategie einzuleiten? Der Markt hätte das durchaus verdauen können. Ja, ich denke, das ist so der Fall. Aber nur weil der Markt sagt, okay, wir lassen euch das jetzt machen, heißt das natürlich nicht, dass die Fed dem Markt folgen soll. Sie muss das machen, was sie als richtig hält für die Wirtschaft. Und so ist sie auch vorgegangen. Funktioniert denn diese Billiggeldpolitik überhaupt? Die Notenbank musste immer wieder seit 2011 die Wirtschaftsprognosen nach unten reduzieren. Was bringt es denn letztendlich gesehen, wenn so viel Geld gedruckt wird und es wird kein Wachstum generiert? Sagen wir mal, wir hatten ja Wachstum, wir haben nur zu schwaches Wachstum und sich auch die Notenbank sagt, das kann jetzt nicht der Wachstumsmotor sein. Die niedrige Zinspolitik, die ist auf Dauer schädlich und die ist auch unfair und die muss zurückgefahren werden, aber dann brauchen wir etwas mehr Sicherheit. Wir haben jetzt auch noch exogene Risikofaktoren wie Europa, Syrien, vor allen Dingen auch hier die politischen Auseinandersetzungen, die uns hier wieder bevorstehen im Hinblick auf das Haushaltsdefizit und die Schuldenoberschwelle. Vielen Dank. Bitte.